Und weiter geht's mit Assassin's Creed Brotherhood. Es tut mir leid, dass ich die letzte Folge so kurz und abrupt geendet habe, aber ich konnte nicht mehr sitzen. Ich musste kurz aufstehen, mir hat der Hintern weh getan. Und die 5 Minuten länger hätte ich nicht durchgehalten, es tut mir leid. Aber ist ja nicht so schlimm. Was machen wir denn jetzt? Machen wir Mission weiter? Ja, wir machen die Mission weiter. Mal gucken, was Ezios Plan ist, um Panestelia? Ja, ich glaube, so hieß sie, zu retten. Ohne, dass sich Bartolomeo ergeben muss. Mal schauen. Hallo. Die Idioten haben ja schon wieder die Tore hochgemacht. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber... Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo. Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore, ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Magnifico. Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Kampflos? Zur Täuschung des Baron de Valois? 20 französische Soldaten in römischen Ruinen eliminieren, damit Bartolomeo ihre Rüstung stehen können. Nicht entdecken werden. Boah. Das waren gerade zu viele Wörter mit R. Yeah, 20 Soldaten töten. Nicht entdeckt werden. Da habe ich immer eine super Idee. Wir haben ja den netten Pfeilhagel. Ein bisschen Medizin muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Oh, das war zu viel. Das ist mein Fehler. Rennen wir mal kurz hier aus dem roten Kreis raus. Meine Assassinen machen irgendwie die Typen nicht platt. Doch jetzt mittlerweile. Ich hätte mal mein Schwert ändern sollen. Und nicht entdeckt werden, ist vorbei. Ah, schön. Sind sie alle hin? Ja, sind alle hin. Hey. Wo ist mein Pferd? Der Punkt, der da hinten kommt, ist das Pferd? Ja, das ist das Pferd. Schön. Oder? Schon besser mit dem Sitzen jetzt. Ach. Hey, hey, yo. Ezio. Welche sind denn am nächsten? Sehen wir es mal so. Vor hier halb durch Ro. Gehen wir da hin. Die sind am nächsten gerade. Oder auch nicht. Ne, ich gehe doch nicht zu denen. Die sind mir zu weit weg. Gehen wir erst oben rechts zu denen. Wenn ich den Berg runter muss, das dauert mir zu lange. Mann. Viel zu lang. Dann gehe ich lieber so. Und dann ist gleich der Fallhagel verfügbar. Und diesmal werde ich ihn richtig einsetzen. Schön. Ja. Da ich sowieso schon entdeckt worden bin. So. Sind auch die Idioten übrig. Komm. Komm, du greifst an.
So, sind es nur noch zwei. Warum ich ausgerechnet das Pferd genommen habt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da war wohl plötzlich wieder einer, habt ihr das gesehen? Unbedingt, da sollte ich niemanden töten, das glaub, fällt auf. Schauen wir mal. Wo geht's jetzt hin? Da geht's hin. Wir gehen zu denen. Sehr gut, Brotherhood, hatte ich ja am Anfang gesagt, volle Synchronisation, nicht meine Stärke. Die Mission ist ja vorbei, dann kann ich ja abhauen. Darf ich abhauen? Ja, ich darf abhauen. Helft mir, bitte. Helft mir. Helft mir. Lalalalala. Hallo, 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 ho, ho. Allö. So, das hätten wir. Ist hier ein Schmied in der Nähe? Ich glaube, ja. Ja, da ist ein Schmied. Sauber, dann können wir uns nämlich aufrüsten nochmal. Und dann gleich direkt zur Mission gehen und weitermachen. Wir haben eine etablierte. So gefällt mir das. Das gefällt mir. Warum ich Wurfmesser nicht voll habe, frage ich mich gerade. Ich benutze die doch gar nicht. Hier ist doch eine Bank, ne? Ne, hier ist doch keine Bank. Beziehungsweise ich sehe sie noch nicht. Hallo, die Herren. Sind sie wieder auf ihrer Runde? Da ist die Bank. Oh Gott, ich habe gerade über 100.000 ausgegeben in den 5 Folgen. Sind es 5? War es schon mehr, die ich gerade aufnehme? Ich weiß es nicht, ich zähle nie. Ich sehe dann immer nur die Ordner, wo ich dann immer direkt reinschiebe alles. Geld abheben. Dann laufe ich zu Fuß weiter. Wir machen direkt weiter mit der Mission. Jetzt kommt die Phase 2. Ui. Ich glaube, ich hätte doch das Pferd nutzen sollen. Nee, ist in Ordnung so. Hallo, die Herren. Hallo. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgengraut. Geldinformation! Geldinformation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit dem verkleideten Söldner die Festung am Castra Pratoria erreichen. Alle französischen Truppen an den Posten auf dem Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen können. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Schön. Bartolomeo und seinen Söldnern folgen. Ezio sieht immer sehr schick aus in den Rüstungen, muss man schon sagen. Dem steht irgendwie immer alles. Lalala. 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 Hey, hey, oh. FCB. Da haben wir zwei Wachen, oder? Die Männer des Barons abwehren. Okay. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron. Und
glauben, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dem Roma auf diesem Borgia-Albtraum erwacht. Cesare will selbst König sein. Okay, ich darf... Wie soll ich denn den Typen eliminieren, ohne dass die beiden das hier sehen? Ich glaube, die beiden dürften da eigentlich gar nicht stehen. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ich stehe euch zur Verfügung, verehrte Kunden. Ha, die hätten wir. Euer Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an Qualitätskämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. An diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Nummer 1. Nummer 2. Warum ist Nummer 3? Wir könnten eines Tages etwas bewirken. Darum kümmere ich mich. Jetzt habe ich umsonst den Assassinen gerufen, weil ich mich verwechselt habe mit R und L. Also L, B und R, B. Ich wünschte, wir könnten eines Tages etwas bewirken. Warum die nächsten? Mist. Das sind mehr als 3, oder? Nee. So, Armbrust wollte ich haben. Komm. Alter! Oh! Mann! Oh. Mann. Das ist gelaufen. Hoffentlich dürfen wir nicht wieder vom Anfang an. So schön. Schön, es sind wieder die gleichen 3. So. Meins. Nummer 2 und Nummer 3. So, war was? Ihr habt keine Gegner gesehen. Habt ihr Gegner gesehen? Nein. Ich habe meinen Pfeilhagel gerade verschwendet. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Checkpoint erreicht. Vor die eigentlich da sind. Schön. Schön. So macht man das in dem Spiel. Du kannst ruhig das Ding zurückstecken. Aber ich habe trotzdem nicht meine Spandone eben geholt beim... wie heißt's? Schmied. Ihr dürft nicht passieren. Wieso? Wieso darf ich nicht passieren? Lasst mich rein, sonst töte ich euch. Lasst mich rein, sonst töte ich euch. Lasst mich rein. 3, 2... 1. Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Ihr könnt Französisch? Es gab ein paar Französinnen in Firenze. Bartolomeo und den Söldner folgen. Aber ich gehe trotzdem vorne weg. Sehr lustig. Lasst mich rein, ich töte euch. Halalalalalala.
Wäre interessant. Ezio kann sehr geschickt töten, organisiert Schinaden und er kann auch Französisch. Respekt. Die Folge wird heute länger. Diese Folge wird länger gerade, weil ich jetzt 4 Minuten zu kurz war, wird diese halt dann 5 Minuten länger. So einfach. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei. Ihr Wilden lernt es nie. Lass dir nicht entkommen. Yeah. Oh, schön. Hey. Danke. 100%. Trojanisches Pferd. Cool. Ezio, ihr müsst mein Weib retten. Nehmt das Dach. Okay. Aurebor? Den Baron des De Valois überwältigen und eliminieren. Die Mission in weniger als 5 Minuten beenden. Was? Die Festung über der Dächer. Die Festung über die Dächer durchqueren und den Baron aufhalten. Die heilige Jungfrau schützt euch, Amico. Och, Ezio. Was? Hey, Freunde. War was? Das Tor öffnen. Okay. Rauchbomben sind auch immer sehr hilfreich. Ich frage mich, wer die erfunden hat. Oh, Gott sei Dank erfunden hat. Schöne Pistole. Seh dich gerne. Nee, hätte ich nicht. Unsere Klinge ist doch viel besser. Der sitzt. Moment mal, diese Kapuze. Alter, toll. Wer war denn das? Wer hatte mich da gerade getroffen? Ich brauchte nur auf 3, X loslassen. Aber nein. Blödes Spiel. Verarschen bitte. Welcher Idiot hat mich denn gesehen? Da war doch gar keiner mehr am Leben. Ich hab die doch eigentlich alle beseitigt da an der Seite. Hä? Den hatte ich ausgeschaltet hiermit. Nummer 1. Dann hatte ich den ausgeschaltet. So. Hä? Oh, welche Idioten sehen mich denn die ganze Zeit da, ey? Oh, nerv. Nerv, 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 nerv. Das nervt. Wo haben wir denn noch? Alter! Wieso sehen mich denn immer sofort alle? Was soll denn der Mist? Ey, das schaffe ich sonst im ersten Versuch, aber diesmal will das Spiel mir sagen, nö. Was soll denn der Mist? Hey, es kann doch nicht sein, dass sie alle mich immer sofort entdecken. Nummer 1.
Nummer 2. Jetzt nervt der Typ mich da schon mal nicht mehr. Der nervt jetzt erstmal nicht mehr rum. Jetzt warte ich, bis der Typ kommt. Jetzt fällt der. Jetzt nehme ich das hier. Und mache einen auf den. Und fertig. Mann, was war denn daran so schwer? Oh nein. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Amen. Dann wäre das geschafft. Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Also, erstmal Caesar kriegt Geld mehr und keine Männer mehr. Hui. Ja, 100%. Sequenz 6 beendet. Gut. 2 Folgen. Gut. Porträt vom Baron erhalten. Mann, war das gerade. Hui. Okay, ist sogar sehr lang, länger die Folge als geplant. Denselben Gegner mehrmals nacheinander angreifen, um einen Blitzattentat auszuführen. Der Schlüssel zur Burg, Sequenz 7. Gut, ich weiß nicht, warum wir rum anfangen, aber das war's mit dieser Folge. Assassin's Creed Passwort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, haut rein, euer Einzelmann. Ciao.